Hallo und herzlich willkommen Leute hier auf unserem Kanal FIFA Limited und heute werde ich die Team of the Week Prediction Nummer 11 voraussagen und ja, sorry nochmal dafür, dass letzte Woche keine Team of the Week Prediction rauskam. Grund dafür war einfach, dass da die Länderspiele waren und dann war es wirklich sehr, sehr hart, da ein Team of the Week zu predikten, weil man weiß da nie genau, ob die Freundschaftsspiele da mit reinzählen oder nicht oder wie auch immer. Deswegen kam halt keine Team of the Week Prediction. Aber ich werde versuchen, jeden Montag für euch eine Team of the Week Prediction rauszuhauen. Und ja, bei der letzten Team of the Week Prediction hatte ich 12 Spieler richtig predicted, also über die Hälfte richtig predicted. Das ist eigentlich mal gar nicht mal mehr so schlecht für das erste Mal, würde ich so jetzt mal so behaupten. Und ja, dieses Team of the Week wird richtig krank, wie ihr hier schon sehen könnt. Es wird einfach ein sehr, sehr starkes Team of the Week. Und dann beginnen wir mal. Im Tor haben wir Claudio Bravo, der hat 8 Paraden gemacht gegen Real Madrid im El Clasico. Wie er die Bälle da überragend von Cristiano Ronaldo gehalten hat, das war schon sehr, sehr erstaunlich. René Adler hat auch überragend gehalten. Bei einem 3:1 Sieg gegen Dortmund, wie er die Bälle da von Aubameyang gefischt hat, das war unglaublich. Skrittel hat ein Traumtor, ein Volley-Tor gegen Man City gemacht. Vettal hat ein Tor und ein Assist gemacht. Sandro hat eine Vorlage gemacht. Stangl hat ein Tor und ein Assist gemacht. Van der Wiel hat ebenfalls ein Assist gemacht. Klushakov hat zweimal getroffen bei einem 3:2 Sieg gegen Krasnodar, war es glaube ich. Ravi Martinez hat ein Tor gemacht gegen Schalke, das war das zwischenzeitliche 2:1, Endstand 3:1. Dabo hat ein Tor und eine Vorlage gemacht, Klaassen hat zwei Tore gemacht und Shelby hat zum Abschluss ein Tor und eine Vorlage gemacht. So Leute, nun zur zweiten Hälfte und die sieht schon mal richtig krank aus. Hier haben wir Barclay, der hat zwei Tore und ein Assist gemacht. Der sollte auch ein Inform bekommen, dann haben wir hier Kainz oder so, der hat zwei Tore und zwei Vorlagen gemacht bei einem 6:1 Sieg. Und ich meine, wenn man an 4 Toren beteiligt ist, dann sollte man schon ein Inform bekommen. Dann kommen wir nun zu Asprilla, der hat ein Tor und eine Vorlage gemacht im MLS-Halbfinale, deswegen glaube ich auch, dass er Man of the Match bekommt. Insigne hat ein Tor und eine Vorlage gemacht. Iniesta ebenfalls ein Tor und eine Vorlage im El Clasico. Da glaube ich, dass er ein Man of the Match bekommt, weil es wie gesagt das El Clasico war. Und Petersen hat 3 Tore gemacht bei einem 4:1 Sieg gegen Paderborn. Jamie Vardy hat ein Tor gemacht bei einem 13:0 Sieg gegen Leicester und ist übrigens mit Ruud van Nistelrooy gleichgezogen. Der hat nämlich, glaube ich, über 10 Mal in Folge getroffen und deswegen sollte er eine Hero-Karte bekommen. EA hätte jetzt natürlich auch warten können bis nächste Woche und hätte ihm dann einen Record-Breaker geben können oder so, falls er nächste Woche nochmal treffen würde. Dann würde er nämlich den Rekord brechen, aber ich glaube, sie geben ihm jetzt diese Woche schon eine Hero-Karte. Dann nun zu Bats Huai oder wie der heißt, keine Ahnung, der hat ein Tor und eine Vorlage gemacht. Firmino, der hat ebenfalls ein Tor und eine Vorlage gemacht im Derby gegen Man City. Tavares hat 3 Tore in der zweiten französischen Liga gemacht und Kruse hat dann 2 Tore und eine Vorlage gemacht und das wäre somit sein Second Inform. Also sein zweiter Inform, wo er bekommen würde. So Leute, das war's dann von meiner Prediction. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, Leute, und ciao!